Servus-Liebe Erweckte! Zum Start von Dragon's Dogma 2 stehen wir vor der Qual der Wahl, wenn es darum geht, mit welcher Charakterklasse wir ins Spiel starten. Was auf den ersten Blick wie eine dauerhafte Entscheidung aussieht, entpuppt sich allerdings schon recht früh im Spiel eher als eine temporäre Entscheidung. So können wir unsere Klassen nämlich auch wieder wechseln, was nicht nur gut ist, insofern wir mit unserer Klassenentscheidung nicht ganz zufrieden sind, sondern bringt ein solcher Wechsel auch noch andere entscheidende Vorteile mit sich. Welche Vorteile das sind und wie man seine Charakterklassen wechselt, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Ja, Freunde, da stehen wir in Dragon's Dogma 2 nach mühseliger Charaktererstellung vor der Entscheidung, welche Laufbahn wir für unseren Erweckten einschlagen wollen und das, obwohl man noch nicht mal wirklich viel über die Stärken und Schwächen der jeweiligen Klassen weiß. Doch Freunde, seid hier nicht zu zimperlich und entscheidet euch für das, auf das ihr am meisten Bock habt. Stellt sich nämlich nach den ersten paar Quests und Kämpfen heraus, dass ihr mit eurer Entscheidung nicht ganz zufrieden seid, könnt ihr eure Klassen ganz einfach wieder wechseln, indem ihr euch für eine andere Gilde entscheidet. Und dies geht schon sehr früh im Spiel. Sobald wir nämlich in Melfa angekommen sind und mit Lennart gesprochen haben, können wir unsere Klassen beim Wirt in Tristans Gasthaus wechseln. Später geht das Ganze dann auch in der Vasallengilde, welche wir zumeist in den größeren Städten finden. In Dörfern ohne Gildengebäude übernimmt dann meistens der Wirt des Gasthauses den Part der Vasallengilde. Möglichkeiten, um Klassen zu wechseln, gibt es dann dementsprechend zur Genüge. Doch ganz ohne Kosten können wir unsere Laufbahn leider nicht ändern. So können wir unsere Klassen nämlich schon ab 100 Disziplinpunkten wechseln, was angesichts anderer Kosten in Dragon's Dogma 2 allerdings ein echtes Schnäppchen ist. Disziplinpunkte bekommen wir übrigens nach Abschluss der meisten Aufträge und als Belohnung nach den Kämpfen. Geht also am besten so wenig wie möglich Kämpfen aus dem Weg, also wenn es eure aktuelle Situation zulässt. Disziplinpunkte brauchen wir nämlich auch für das Erwerben von Fähigkeiten, welche wir ebenfalls an den Stellen, an denen wir auch unsere Klassen wechseln, erwerben können, also den Gasthäusern und der Vasallengilde. Und Freunde, hier liegt auch ein großer Pluspunkt. Neben den Fertig- und Fähigkeiten, welche wir nur verwenden können, wenn wir auch die entsprechende Klasse ausgewählt haben, gibt es auch Fähigkeiten, welche quasi passive Skills sind. Diese können wir zwar nur mit dem entsprechenden Klassen bekommen, also Magierfähigkeiten schalten wir nur als Magier frei, Kriegerfähigkeiten nur als Krieger und so weiter. Allerdings können wir diese Fähigkeiten komplett unabhängig von der ausgewählten Klasse ausrüsten. Heißt für uns, dass wir Fähigkeiten wie zum Beispiel mehr Gesundheit, höhere Verteidigung und so weiter immer ausrüsten können, egal welche Klasse wir aktuell ausgewählt haben. Und somit ist es auf jeden Fall ratsam, alle Klassen zu leveln, um eben am Ende von vielen verschiedenen passiven Fertigkeiten profitieren zu können. Natürlich könnt ihr auch gezielt in die Fertigkeiten der jeweiligen Klassen reinschauen und euch dann überlegen, welche Klasse die für euch passende Fertigkeit mitbringt. Das spart euch auf dem Weg zu eurem Bild am Ende einiges an Zeit. Und ja, Freunde, jetzt wisst ihr, wie man seine Charakterklassen wechselt. Schreibt ihr mir doch mal unten in die Kommentare rein, mit welchen Klassen ihr so spielt. Zudem werde ich auch in einem anderen Video nochmal genauer auf Fähigkeiten und Fertigkeiten eingehen und euch die Klassen genauer vorstellen. Und apropos Klassen, ich werde euch natürlich auch in weiteren Videos verraten, wie ihr die anderen 6 geheimen Charakterklassen freischaltet, die es nämlich in Dragon's Dogma 2 noch so zu finden gibt. Für euch also Grund genug, meinen Kanal jetzt noch flott zu abonnieren. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keines meiner Videos. In diesem Sinne, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal.